Jesus hat den Menschen Geschichten und Gleichnisse erzählt, weil er sie zum Nachdenken bringen wollte. Auch ich möchte euch heute ein Märchen erzählen. Märchen sind nie passiert und doch liegt irgendwie ein wahrer Kern darin. Sie möchten uns zum Nachdenken anregen und uns Situationen aus unserem Leben widerspiegeln. Unser Märchen heißt »Der Traum der drei Bäume«. Es waren einmal drei kleine Bäume. Sie wuchsen hoch oben auf einem Hügel. Jeder der drei Bäume hatte einen ganz besonderen Wunsch, was aus ihm einmal werden sollte, wenn er groß war. Der erste Baum schaute nachts zum Himmel hinauf und sah die vielen schönen Sterne, die wie Diamanten funkelten. Ich wünsche mir, dass aus meinem Holz einmal eine wunderschöne Schatzkiste gemacht wird. Sie soll mit Gold verziert sein und viele wertvolle Edelsteine sollen darin liegen. Dann werde ich die schönste Schatzkiste der Welt sein. Der zweite Baum, er sah den Bach, der sich auf dem Weg zum Meer durch den Wald schlängelte. Wenn ich einmal groß bin, dann möchte ich, dass aus meinem Holz ein gewaltiges Schiff gebaut wird. Ich möchte über weite Meere fahren und im Dienst mächtiger Könige stehen. Der dritte Baum schaute hinunter ins Tal. Dort wohnten viele Menschen in einer großen Stadt. Ich möchte für immer auf diesem Hügel stehen bleiben und ein großer Baum werden, träumte er. Wenn die Menschen dann zu mir hochschauen, werden sie den Himmel sehen und sie werden an Gott, den Schöpfer aller Dinge, denken. Deshalb möchte ich der größte Baum der ganzen Welt werden. Viele Jahre vergingen. Auf Regen folgte Sonnenschein und aus den kleinen Bäumen wurden große, stattliche. Eines Tages stiegen drei Holzfäller den Hügel hinauf und jeder trug eine Säge in der Hand. Der erste Holzfäller schaute sich den ersten Baum an und meinte, so schönen Baum kann ich gut gebrauchen. Und mit wuchtigen Axthieben fällte er den Baum. Endlich, na endlich, jetzt machen sie bestimmt eine wunderschöne Truhe aus mir. Und dann werde ich einen wertvollen Schatz aufbewahren, freute sich der erste Baum. Der zweite Holzfäller schaute sich den zweiten Baum an und meinte dann, einen so starken Baum kann ich gut gebrauchen. Und mit wuchtigen Axthieben fällte er den zweiten Baum. Jetzt bauen sie bestimmt ein großes und gewaltiges Schiff aus mir, freute sich der zweite Baum. Und dann endlich werden mächtige Könige mit mir über die Meere fahren. Dem dritten Baum wurde es Angst und Bange, als der dritte Holzfäller ihn ansah. Kerzengerade und hochgewachsen ragte er zum Himmel empor. Doch der Holzfäller überlegte nicht lange und murmelte bloß, ich kann jeden Baum gebrauchen. Und mit wuchtigen Axthieben fällte er den dritten Baum. Der erste Baum jubelte, als der Holzfäller ihn in eine Schreinerwerkstatt brachte. Doch welche Enttäuschung! Der Schreiner nahm das Holz des einst so schönen Baumes und machte daraus seine ganz normale Futterkrippe. Sie wurde nicht vergoldet und es kamen auch keine Edelsteine hinein. Stattdessen war sie mit Sägemehl bedeckt und dann wurde sie mit Heu gefüllt für die Tiere im Stall. Der zweite Baum lächelte zufrieden, als der Holzfäller ihn zu einem Schiffsbauer brachte. Doch welche Enttäuschung! Es wurde gar kein stolzes Schiff aus ihm gebaut, sondern nur ein einfaches, kleines Fischerboot. Viel zu schwach, um über große Flüsse und Meere zu fahren. Und als er fertig war, brachte man das Boot an einen kleinen See, wo arme Fischer Tag für Tag hinausfuhren, um Fische zu fangen. Der dritte Baum war traurig, als der Holzfäller ihn zersägte und die dicken Balken in ein Holzlager brachte.
Ich verstehe das nicht, jammerte der Baum, der einst so groß gewesen war. Ich wollte doch so gern auf dem Hügel stehen bleiben und die Menschen sollten heraufschauen zu mir und sich an mir erfreuen. Viele Tage und viele Nächte vergingen. Die drei Bäume hatten ihre Träume schon fast vergessen. Doch eines Nachts legte eine junge Frau ihr neugeborenes Kind in die Futterkrippe, die aus dem ersten Baum gezimmert worden war. »Ach Maria, hätten wir doch nur eine richtige Wiege für das Kind«, seufzte ihr Mann. Aber die Frau nahm seine Hand und lächelte, als das goldene Licht der Sterne auf das glatte Holz fiel. »Aber Josef, diese Krippe ist doch wunderschön«, flüsterte sie. Und mit einem Mal wusste der erste Baum, dass der wertvollste Schatz der ganzen Welt nun in ihm lag. Auch der zweite Baum erlebte eine Überraschung. Eines Abends stieg ein müder Wanderer mit seinen Freunden in das alte Fischerboot. Er legte sich gleich hin und schlief ein, während das Schiff hinausfuhr auf den See. Doch plötzlich kam ein gewaltiger Sturm auf. Das kleine Boot erzitterte. Es wusste, dass es nicht stark genug war, um so viele Menschen sicher durch Wind und Wellen zu tragen. Schließlich erwachte der Mann. Er stand auf, streckte seine Hand aus und befahl dem Wind, sich zu legen. Da verstummte der Sturm so schnell, wie er gekommen war. Und plötzlich wusste der zweite Baum, dass er den König des Himmels und der Erde an Bord trug. An einem Freitagmorgen schreckte der dritte Baum hoch. Mit einem kräftigen Ruck wurde ein Balken aus dem vergessenen Holzstapel herausgezogen. Jemand trug ihn mitten durch eine laute, aufgeregte Menschenmenge einen Hügel hinauf. Er zuckte zusammen, denn Soldaten nagelten die Hände und die Füße eines Mannes auf ihm fest. Hässlich und grausam kam er sich vor. Doch als am Sonntagmorgen die Sonne aufging, wusste der dritte Baum mit einem Mal, dass sein alter Traum in Erfüllung gegangen war. Das Kreuz, das man aus seinem Holz gefertigt hatte, zeigte den Menschen den Weg zu Gott. So erfüllte sich der Wunsch der drei Bäume doch noch. Der erste Baum war tatsächlich zu einer wertvollen Schatztruhe geworden, die den wertvollsten aller Schätze in sich trug. Gottes Sohn ist als Kind in einer Krippe zur Welt gekommen. Der zweite Baum hatte tatsächlich den mächtigsten aller Könige an Bord gehabt. Jesus bewies in dem kleinen Boot seine Macht über Wind und Wellen. Und auch der Wunsch des dritten Baumes war in Erfüllung gegangen. Jedes Mal, wenn die Menschen das Kreuz anschauen, erinnern sie sich daran, wie sehr Gott die Menschen liebt. Und es ist besser als die schönste Schatzkiste, das stolzeste Schiff oder der größte Baum der Welt zu sein.